Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder einen Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtortenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich, indem er sich fallen ließ. Ende. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End. Aber, ihr wisst doch, Enden und Haie, man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuel-Locks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Und TTW mit seinem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Wir spielen Deponia Doomsday und ich freue mich wirklich, dieses Spiel weiterspielen zu können. Ich habe ja schon die Trilogie durchgespielt und mir kommt schon ein kleines Tränchen hoch, wenn ich das hier sehe. Der vierte Teil der Deponia-Reihe. Möchtest du das Tutorial spielen? Wir brauchen kein Tutorial. Das ist ja... Also, ich habe es oft genug gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass es wahrscheinlich diesmal anders sein wird, das Tutorial. Aber ich werde es jetzt einfach mal nicht machen. So. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Wir können ja mit Leertaste mal gucken, was wir alles so für Funktionen haben. Was? Die Edward Snowman? Oh, ehrlich? Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Ich frage mich, wenn wir gerade spielen. Ich hatte natürlich schon mich leicht durch den Trailer spoilern lassen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Stimme ist ja komplett anders. Und ich denke mal nicht, dass Dedelic die Synchronstimmen geändert hat. Leiter. Boah, voll geile Animation. So, wo müssen wir denn überhaupt lang? Ach, da hinten können wir lang. Zu den drei Fragezeichen. Ja, dann gehen wir mal zu den Fragezeichen. Aus, als würden wir auf einen der Sprengtürme zusteuern, die wir damals ja schon in den alten Deponia-Teilen gesehen haben. Was haben wir denn hier? Eine Spraydose? Fuel-Lock, gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Das sind Fuel-Locks. Was haben wir noch? Riegel? Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Wer sind wir überhaupt? Türknopf? Nee,
nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto... Ja, ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. So, Graffiti. Irgend so ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. Puh, erzähl was Neues. Okay, wir haben natürlich auch noch ein Inventar. Jetzt muss ich überlegen, wie war denn das Inventar? Hallo? So, Inventar. Und wir haben ein Feuerzeug und eine Spraydose. Spraydose kennen wir ja schon. Fuel-Lock. Nicht gerade mein... Fuel-Lock. Das sind Fuel-Locks, keine Ahnung. Feuerzeug? Das Feuerzeug war mehr als nur eine sentimentale Erinnerung. Man konnte damit auch Feuer machen. Ja, das habe ich auch gehört. So, dann gucken wir mal. Also, können wir hier überhaupt rein? Der Organon hat frei... Nee, ist versiegelt. Wir haben ein Feuerzeug und eine Spraydose. Vielleicht können wir ja die kombinieren. Fetzig. So, jetzt haben wir einen improvisierten Flammenwerfer. Fetzig. Können wir damit vielleicht die Tür aufbrennen? So sehr mir mein selbstgebauter Flammenwerfer auch gefiel, gegen den Riegel konnte er nichts ausrichten. Na gut. Das Graffiti wegbrennen bringt natürlich auch nichts. Wir gehen mal nochmal zum Fahrzeug zurück. Oh, ich bin total happy. Also, endlich geht's weiter in dem Spiel. Endlich. Wobei ich sagen muss, der Schluss war für mich schon okay. Also, war nicht der beste Schluss, aber... Mir hat es eigentlich ausgereicht. Also ich finde, das war eigentlich ein guter Punkt, um das Spiel wirklich zu beenden. Ah, vereister Werkzeugkasten. Sogar der Kasten für den Notfallschneidbrenner war vereist. Was für eine Scheißironie. Ein Schweißbrenner. Ich denke mal, den brauchen wir. So. Krabbeln wir mal alles rein. Schneidbrenner. Der Schneidbrenner hatte mir gute Dienste geleistet. Aber nun waren die Marshmallows ausgegangen. Wie alles mal ausgeht. Ja, dann schnapp ihn dir. So, jetzt haben wir einen Schneidbrenner. So, jetzt gehen wir wieder runter. Ganz stylisch. Und ab zum Sprengturm. So. Schneidbrenner und Riegel. Mal sehen, ob wir die durchbrennen können. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Schneidbrenner zünden? Ich denke mal, wir hätten vielleicht doch das Tutorial spielen sollen. Ah, okay. Gedrückt halten konnte man. Oh. Okay. Was passiert da im Hintergrund? Das Siegel zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Na dann. Tür aufstemmen. Achso. Button Smashing. Oh, ach du Scheiße. Kralle, was? Was kann ich machen? Stange. Hau drauf. Also das sind wahrscheinlich diese Fuel-Locks. Oh, ja. Tür zu. Komm schon. Geh die Tür zu. Na komm schon. Jetzt mach die verdammte Tür zu. Wir bauen irgendwas, um das Ding zu... Warte, wir haben doch die Schlange. Wir haben doch die Schlange. So. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Ja, du hast gerade andere Probleme. Die Hoffnungslosigkeit.
und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Die Tür würde sie vorerst aufhalten. Elysium. Da lag es nun, kaputt im Schnee, ausgebrannt, am Boden zerschellt. Elysium, Symbol der Hoffnung. Was für ein Kitsch. Also konnten wir Elysium doch nicht retten? Das ist ja merkwürdig. Bombe? Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Blüte. Bestimmt. Roter Knopf. Kann ich nie angucken? Schade. Na gut, dann drücken wir den Knopf und beenden das Let's Play damit gleichzeitig. Tja, das war's dann wohl. Das Ende meiner... Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. So ein Schmeißteil. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na warte. Oh, die Tür sieht auch nicht mehr gut aus. Und warum sieht Rufus so komisch aus? Und warum hat er halt vorher die ganze Stadt unsere Stimme gehabt? Auf Bombe klettern. Gut, dann klettern wir mal hoch. Hätte ich euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Klammer lostreten. Q-Lock treten. Gehst du mal da weg? Hau ab! Verschwinde! Q-Lock-Folter. Was? Errungenschaft freigeschaltet? Also, okay, wir kriegen ihn nicht los. Klammer lostreten. Blickvernebeltes Miststück, kommst zurück, als wäre das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Brett hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt dir kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich seh keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Geht da noch was? Und was wäre wohl, wenn? Husser ist wieder da. Was? Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Schnucki-Hasi Toni? Moment mal. Ich glaube, wir sind in der Vergangenheit. Schraubenschlüssel, nehmen wir mit. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, Moment, das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrend. Also ist das alles noch gar nicht geschehen? Wir sind wieder in der Vergangenheit? Noch vor Deponia 1? Ofenklappe. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe.
Ich wusste nicht, dass man durch eine Zerstörung eines Planeten in die Vergangenheit reist. Erinnerst mich ja an Bardock. Ofenklappe. Ofenklappe. Okay. Können nichts machen. Okay, wir müssen Feuer machen. Ofen. Das Feuer ist aus. Kein Wunder. Ja, ja. Was haben wir noch? Ah, Knickerfolie. Nicht hingucken. Sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Ich liebe Knickerfolie. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Och no, komm, nimm sie mit. Hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Okay, dann gehen wir mal raus. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Und wir sind wieder in Kuwak. Wir sind wieder am Anfang vom Spiel. Das ist alles sehr merkwürdig. Warum, wer zum Teufel ordnet eine Pyramide aus Gläsern so an, mitten auf der Straße? Also das kann ja nur kaputt gehen. Moment, was haben wir noch? Ein Seil? Und Schrottbeutel. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Mongolfiere, was machst du denn für ganz Stimmt. geile Wörter? Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Okay, wir haben Schrott. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was... Ja. Das kennen wir schon. Gashebel. Ich denke mal, damit können wir starten. Schilder. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Können wir die abmachen? Nee, können wir nicht abmachen. Warte, wir haben doch eine Traumschüssel. Traumschüssel? Schilder. Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Was haben wir jetzt? Wo sind sie hin? Ach, ich dachte, die können wir mitnehmen. Seil? Was können wir mit dem Seil machen? Halterung? Na, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay, also können wir das Seil noch nicht benutzen. Was haben wir hier? Die Glaspyramide. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Das frage ich mich auch. Das kann ja nicht wahr sein. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Nemo an mich selbst. Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Ah, das mag ich doch so gern. Okay, dann holen wir die Knickerfolie. Und wir können mit dem Wissen, was wir jetzt haben, Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hey, stopp! Sie können jetzt warten, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Ach nö, schon weil ich die Schilder weggemacht habe. Oh nein. Na, schöne Scheiße. Okay, was ist das? Falschparker. Da können wir noch lang, da können wir noch lang. Och Mann, oh. Okay, wir können, glaube ich, die Zeit doch nicht ändern. Hey, hallo, Sie können hier nicht parken. Na, dann gehen wir mal darüber und gucken uns an, wer das ist. Hey, du da! Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du überhaupt? Was treibst du da eigentlich? Was hast du nur getan? Wer ist das überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden.
Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Was soll das heißen, kein Kontakt? Gilt kein Kontakt nur für mich oder auch für die Kristallgläser meiner Freundin? Gilt kein Kontakt nur für mich oder auch für die Kristallgläser meiner Freundin? Ich hab doch nicht etwa... Oh doch, beim Rückwärts einparken. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch. Es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Was ist die Quadratwurzel aus? Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Oh Gott. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Die Frage hat sich, glaube ich, erübrigt, oder? Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... Oh Gott. Die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Das, ja, ist echt komisch, dass das jedes Mal kommt, wenn man Zeit zurückdrehen erwähnt. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich. Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Na gut, wie meinst du das? Die Zeit zurückdrehen. Na gut, wie meinst du das? Die Zeit zurückdrehen. Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte!